Ja, hallo, herzlich willkommen. Ist das von der Lautstärke in Ordnung? Ja. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie alle nichts Besseres zu tun haben heute Abend, als hier zu sein. Ich weiß jetzt meinerseits gar nicht, was ich anderes hätte machen sollen, außer einfach herzukommen. Aber das scheint schon ein Verdienst zu sein. Also jetzt bin ich da. Und das mit dem Buch ist ein bisschen ärgerlich. Ich wollte eigentlich erst später dafür einen kleinen Werbeblock machen. Dachte, kann ich ohne weiteres tun, weil ich verdiene keinen Cent dran. Deswegen kleiner Verlag, Leica, Ein-Mann-Betrieb. Ich kenne den Kollegen, ich werde ihn mal anrufen, was da los ist. Der Vorteil ist, dass ich ja zu dieser Neuauflage, Neuherausgabe von Paula Farks Recht auf Faulheit ein Vorwort geschrieben habe, das ist vor 5 Jahren erschienen. Und vieles von dem, was ich sage, steht auch in dem Vorwort. Können Sie es aber nicht nachprüfen, weil Sie es ja nicht erhalten können. Von daher bin ich jetzt auch sozusagen rechtfertigungsbefreit bei dem, was ich sage und dass ich das vielleicht schon mal gesagt habe. Aber natürlich sind 5 Jahre vergangen. Die Sache ist immer noch akut, wie man jetzt auch heute Abend sieht. Ich darf jetzt 45 Minuten Ihrer Zeit rauben für den Vortrag. Und dann gehen wir noch in eine Diskussion. Ne? Ja, vielleicht noch eine Vorbemerkung, um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Ich bin bald das 25-jährige Jubiläum. Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Bin am ersten Tag meiner lohnabhängigen Beschäftigung, damals hieß es noch ÖTV, ja, vom lokalen universitären ÖTV-Beauftragten geworben worden und seitdem Mitglied. Faulheit, darum geht es heute Abend, Recht auf Faulheit, Lob der Faulheit. Und die Frage, die ich mir auch in dem Vorwort gestellt habe, die Frage, die sich stellt, ist meines Erachtens, warum ist das so ein Aufreger gesellschaftlich, wenn man die Faulheit lobt, ja, oder gar ein Recht auf Faulheit einklagt? Warum dient Faulsein, Faulheit als Abwertungskategorie, als gesellschaftlich? Und wir kennen ja das aus den öffentlichen Debatten und Diskursen zur Genüge, auch nicht erst seit gestern, schon seit langer Zeit immer wieder. Der faule Grieche ist eine typisierte Sozialfigur, kennen wir aus der Euro- und sogenannten Staatsschuldenkrise. Krisenzeit. Ein ehemaliger Bundeskanzler hat über die faulen Lehrer hergezogen als eine weitere Sozialfigur. Aber wir kennen das auch aus dem eigenen Alltag. Ich möchte jetzt gar niemandem zu nahe treten, aber wer auf der faulen Haut liegt, ist nicht so wohl beleumundet. Bei uns selbst auch, in aller Regel, ich weiß nicht, prüfen Sie sich, ob das bei Ihnen anders ist. Wer in einer arbeitsteiligen Gruppe oder Gemeinschaft seinen Teil nicht erbringt und die anderen die Arbeit machen lässt, muss sich das dann vorwerfen lassen, dass er oder sie faul sei. Also von daher ist Faulheit bei uns nicht so wohl gelitten. Und wie gesagt, ein Recht auf Faulheit einzuklagen oder ein Lob der Faulheit anzustimmen, muss damit rechnen, dass man gesellschaftlichen Widerspruch, und zwar lauten, erntet. Und das hängt selbstverständlich, das ist kein Geheimnis, mit der Zentralität der Arbeit in dieser Gesellschaft zusammen. Auch da muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Hier vorne auf der Bühne gibt es noch Plätze. Die Zentralität der Arbeit in dieser Gesellschaft ist ebenfalls allen bekannt, und zwar aus eigener Anschauung und im Schweiße des eigenen Angesichts. Also individuell gilt das Arbeit ganz zentral für die Lebensführung von uns allen, von jedem, jeder Einzelnen. Also die gesamte Alltagsgestaltung dreht sich um die Arbeit, wann man morgens aufsteht, wann man die Kinder weckt, wann man nach Hause kommt, ist bei den allermeisten Menschen dieser Gesellschaft arbeitsbezogen, hängt mit der konkreten Form der Verausgabung von Arbeitskraft unmittelbar oder mittelbar zusammen. Aber nicht nur die Alltagsgestaltung, auch die persönliche Lebensgestaltung, also auch biografische Entwürfe,
Lebensläufe hängen an der Arbeit, werden strukturiert durch die Arbeit. Wir durchlaufen eine Lebensphase, wo wir uns auf die Arbeit vorbereiten. Das nennt man Schule, schulische Bildung oder weiterführende Bildungseinrichtungen, die dafür sorgen, dass man auf die Arbeit vorbereitet wird oder in der Arbeit noch weiter qualifiziert wird. Dann haben wir unsere Arbeitslebensphase und dann haben wir eine Nacharbeitsphase im höheren oder höchsten Alter. Einige wissen das, dass man auch dann eigentlich niemals Zeit hat. Geflügeltes Wort, Rentner haben niemals Zeit. Und man muss auch jedenfalls zunehmend gegenwärtig auch als Rentner oder Rentnerin, als nicht mehr Arbeitende sich rechtfertigen, wenn man nicht noch irgendwie aktiv ist oder irgendwas auf die Reihe kriegt, wenigstens gesellschaftlich engagiert und so weiter. Das Wichtigste habe ich natürlich jetzt mal nicht gleich zu Beginn genannt. Arbeit ist das Medium der Existenzsicherung in dieser Gesellschaft. Also wenn man seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte und den seiner Familie, seines Haushalts, seiner Angehörigen, derjenigen, die mit einem gemeinsam haushalten, dann braucht es Arbeit. Und Arbeit ist jetzt auf der persönlich-individuellen Ebene auch, gibt es schränkeweise Literatur dazu, ein zentraler Aspekt der Identitätsbildung. Um Arbeit kreist auch ganz vieles unseres Selbstverständnisses. Wir definieren uns über Arbeit, viele Menschen definieren sich über ihre Arbeit. Wenn wir im Alltag miteinander uns unterhalten, auf einer Party uns gegenüberstehen, ist die erste Frage, naja, wenn es nicht ist, wie alt sind Sie? Dann ist die erste Frage, was machst du eigentlich? Und was machst du? Da antwortet man in der Regel nicht auch Fingernägel schneiden, sondern, naja, auf Partys ja hoffentlich eh nicht. Also man antwortet, was man für gewöhnlich alltäglich arbeitet. Ich lasse das einstweilen absichtlich so unterbestimmen. Aber nicht nur individuelles Arbeit, also eine ganz zentrale Kategorie der Lebensführung jedes einzelnen Lebens, auch gesellschaftlich. Auf der anderen Seite genauso schränkeweise Literatur zur Integration dieser Gesellschaft über Arbeit. Was hält diese Arbeit zusammen, diese Gesellschaft zusammen? Arbeit. Gibt da unterschiedliche Metaphern für. Was ist der Kitt dieser Gesellschaft, das soziale Band? Ja? Was hält uns zusammen? Was lässt uns nicht auseinandertreiben? Die Arbeit. Gibt soziologische Klassiker, die sagen, das ist genau die Arbeitsteilung der Gesellschaft. Die ist das, was Gesellschaften überhaupt erst, moderne Gesellschaften, komplexe Gesellschaften, vielfältige Gesellschaften, mit ganz vielen unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten ist das, was diese Gesellschaft zusammenhängt und zusammenhält. Und jetzt gerade eben, und ich sage das jetzt auch deswegen, auch meinetwegen als Werbeblock, aber weil ich da gleich noch zwei Sätze zu sagen werde, hat eine Kollegin aus der politischen Theorie, aus der Philosophie, Lisa Herzog von der TU München, Buch geschrieben, Die Rettung der Arbeit heißt das, durfte ich vor ein paar Tagen für die FAZ rezensieren. Und da wird nochmal darauf hingewiesen, warum gilt es, die Arbeit politisch zu retten durch ihre Neugestaltung, weil sie der zentrale gesellschaftliche Integrationsfaktor ist und dieser der Zusammenhalt dieser Gesellschaft an der Arbeit hängt. Wir leben also in einer Arbeitsgesellschaft und das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der Faulheit keinen Platz hat. Also jedenfalls nicht systemisch. Strukturell hat in einer Arbeitsgesellschaft, eine Gesellschaft, die sich über Arbeit definiert, in der Lebensläufe, Lebensführungsmuster, individuelle Schicksale über Arbeit bestimmt werden, in einer solchen Gesellschaft hat Faulheit keinen strukturellen Platz und ist das andere der Arbeit in gewisser Weise. Faulheit hat da allenfalls in dem Sinne seinen, ihren Platz, insoweit sie als regenerativ gelten kann. Also Faulheit zur Wiederherstellung von Arbeitskraft, von Arbeitsvermögen, von produktiven Kräften ist womöglich noch, weil dann als funktional geltend, anerkannt. Aber das sind natürlich immer nur Nischen, das sind vorübergehende Phasen. Das ist in der Regel der Abend und das Wochenende oder Feiertage wie übermorgen. Aber ansonsten hat Faulheit, wenn sie nicht so integriert ist, wiederum in eine Gesellschaft, die sich über Arbeit integriert, ist Faulheit integriert, nicht als das andere der Arbeit, sondern sozusagen als ja, die Begleiterscheinung von Arbeit, die nur so weit dann eben auch
akzeptabel, legitim, gerechtfertigt ist, wie sie zur funktionalen Integration der Gesellschaft über Arbeit beiträgt. Faulheit ist insofern auch anders gewendet nochmal, und ich glaube, das fördert diese Abwehrreaktionen hervor. Häufig sind es ja geradezu vegetative Reaktionen, die man erhält, wenn man jetzt ein Recht auf Faulheit fordert oder das Lob der Faulheit anstimmt. Faulheit ist deswegen so konflikthaft, wenn man sie fordert, weil sie eine Metapher für Transzendenz ist. In einer Arbeitsgesellschaft ist die Forderung nach einem Recht auf Faulheit oder das systematische Lob der Faulheit ist etwas Transzendentes. Es ist etwas, was auf das andere der Arbeitsgesellschaft verweist und was vielleicht auf eine Tendenz hinweisen könnte, wenn man jetzt das wirklich systematisch fordern würde, auf etwas, was das Gegebene, das Bestehende, das Herrschende zu überschreiten vermag, was dazu beizutragen vermag, die herrschende Einrichtung von gesellschaftlichen Verhältnissen zu transzendieren, zu überschreiten, hinter sich zu lassen. Wenn Faulheit diesen Charakter bekommt, dass deutlich wird, dass eine systematische Einrichtung von Faulheit in dieser Gesellschaft, dass das irgendwie ruchbar würde, dann ist klar, dass sich da massive Gegenreaktionen zeigen, weil es einen utopischen Charakter hat. Und insofern ist die ganze Diskussion über Arbeit und Faulheit und ihre Widersprüche und ihre widersprüchliche Beziehung ist auch ein Beispiel dafür, ein Zeichen für einerseits die Frage von utopischem Denken und andererseits für den Utopieverlust in dieser Gesellschaft und das nicht so wohlbeleumundet sein von utopischen Entwürfen in dieser Gesellschaft. Und die Faulheitsgesellschaft wäre sozusagen ein utopischer Entwurf, der der Arbeitsgesellschaft und ihrer Logik diametral entgegenlaufen würde. Deswegen darf man von Faulheit träumen eigentlich nur als Kind. Kinder dürfen ja alles. Und die dürfen allenfalls von Faulheit träumen. Oder man darf als so eine Kunstfigur wie Pippi Langstrumpf davon träumen. Ja, faul sein ist wunderschön und die Arbeit hat noch Zeit. Aber ansonsten eigentlich nicht der oder die Normalarbeitende darf von der Faulheit träumen. Ich glaube nicht mal die Denkfigur, deswegen werden ja auch die faulen Arbeitslosen, die faulen Griechen und so weiter so stark negativ thematisiert. Man darf nicht mal von der Eventualität eines Lebens in Faulheit träumen. Da gibt es sozusagen Denkbarrieren. Also der, die Normalarbeitende sowieso nicht und schon gar nicht der oder die registrierte Arbeitslose. Der oder die wird dadurch angehalten, durch administrative Vorkehrungen, Vornahmen, gar nicht erst auf die Idee zu kommen, dass das Leben in Arbeitslosigkeit ein Leben in Faulheit sein könnte oder sollte. Lange, lange Vorrede, und ich habe bisher absichtlich immer nur von der Arbeit gesprochen, aber das ist natürlich analytisch, soziologisch, argumentativ völlig unzulänglich, was ich alles gesagt habe, weil alles, was ich gesagt habe, gilt nur, wenn man Arbeit als Lohnarbeit, als Erwerbsarbeit, als abhängige Beschäftigung denkt. Dann sind sozusagen all die Schlussfolgerungen, all die Argumente, all die Positionen, die ich hier referiert habe, irgendwie schlüssig nachvollziehbar. Aber die Rede von der Arbeitsgesellschaft, in der wir leben, und dass in dieser Gesellschaft alles an der Arbeit hängt, zur Arbeit drängt, in dieser Rede wird ja Arbeit nicht verstanden im weitesten Sinne als die Auseinandersetzung der vergesellschafteten Menschen mit ihrer Umwelt. Also einfach die tätige alltägliche Auseinandersetzung mit den gegebenen Umwelten, der natürlichen Umwelt, der sozialen Umwelt. Das ist ja nicht gemeint, wenn Arbeitsgesellschaft aufgerufen wird. Und natürlich meint eine Kritik der Arbeit auch nicht diese alltägliche Auseinandersetzung, ja, mit der natürlichen sozialen Umwelt, das tätige sich auseinandersetzen mit dem, was um einen herum ist und das tätige Herstellen eben auch in Auseinandersetzung mit der Umwelt. Weder Arbeitsgesellschaft meint diese, ja, sozusagen abstrakte Arbeit, noch meint Kritik der Arbeit eine Kritik
an der alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Gegebenen. Einer Kritik der Arbeit geht es ja nicht darum, die Gesellschaft stillzustellen, das Leben stillzustellen, Tätigkeiten aufzuheben. Sondern in der Arbeitsgesellschaft schwingt immer mit, dass die Arbeit in dieser Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise verfasst ist. Es geht dann um Erwerbsarbeit. Das ist sozusagen die existenzielle Dimension. Also warum bestimmt Arbeit unser Leben und das Leben in Gesellschaft und gesellschaftliche Zusammenhänge? Weil es, ich habe es schon angedeutet, als Erwerbsarbeit die zentrale und, dann muss man eben sagen, für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung in den kapitalistischen Gesellschaften die einzige Form des Erwerbs, des Lebensunterhaltes, der Mittel zur Subsistenz und zur materiellen Reproduktion darstellt. Es geht hier um Erwerbsarbeit. Wir leben in einer Erwerbsarbeitsgesellschaft. Die Arbeit ist als Erwerbsarbeit verfasst und daraus folgt all das, was ich zum Status der Arbeit einleitend gesagt habe. Man kann auch noch treffender, wenn man jetzt nicht nur auf den Aspekt des Erwerbs der Möglichkeiten zur Existenzsicherung, zur materiellen Lebensführung abstellt, sondern wenn man neben dieser Existenzdimension auf die herrschaftliche Dimension geht, dann wird man sagen, wir leben in einer Lohnarbeitsgesellschaft. Es geht hier um Lohnarbeit. Es geht um die lohnabhängige Beschäftigung im Regime betrieblichen Direktionsrechts, also unter dem Regiment von betrieblicher Verfasstheit von Arbeit mit Personen, die das Direktionsrecht haben, die bestimmen können, was gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, wie lange gearbeitet wird, wofür gearbeitet wird, was produziert wird. Darum geht es. In diesem Sinne ist diese Gesellschaft Arbeitsgesellschaft, nämlich Lohnarbeitsgesellschaft, Lohnabhängigkeitsgesellschaft und als solches bezeichnet die Zentralität von Arbeit ein Herrschaftsverhältnis in dieser Gesellschaft. Und Kritik an der Arbeit lässt sich sinnvollerweise dann verstehen als eine Kritik an den gegebenen Herrschaftsverhältnissen, an der herrschaftlichen Einrichtung der Verausgabung von Arbeit, von Arbeitskraft in dieser Gesellschaft. Es geht also hier und heute, es geht auch bei Paul Lafargue beim Recht auf Arbeit um die kapitalistisch auf Faulheit. Ich bin auch Teil dieser Gesellschaft. Es geht auch bei Paul Lafargue um die kapitalistisch verfasste Arbeit und nicht um alle möglichen Formen sonstiger Arbeit. Also das, was wir heute häufig, wenn wir irgendwie wissenschaftlich angehaucht sind, als Reproduktionsarbeit bezeichnen. Alles das, was nicht kapitalistisch verfasste Arbeit ist, Sorgearbeit, Pflegearbeit, Hausarbeit, Gemeinwesenarbeit, Gemeinarbeit, genossenschaftlich organisierte Arbeit, Subsistenzarbeit und so weiter. All das wird hier nicht der Kritik unterzogen, sondern es geht um die Frage der kapitalistischen Verfasstheit der Arbeit, die von all diesen nicht kapitalistischen Formen der Arbeit, der Verausgabung von Arbeitsvermögen, also alles, was ich jetzt genannt habe an Sorgearbeiten und so weiter, die von diesen Arbeiten zehrt. Wir leben in einer Gesellschaft, die Arbeit so einrichtet, dass der kapitalistische Lohnarbeitssektor zehrt von den nicht kapitalistischen Sektoren, Sphären dieser Gesellschaft, wo auch ganz viel Arbeit verausgabt wird, die aber nicht unmittelbar verwertet wird, die nicht unmittelbar in Wert gesetzt wird, die nicht unmittelbar besetzt wird, die aber als solche funktional notwendig ist, überhaupt für das Funktionieren des Bereiches der kapitalistisch verfassten lohnabhängigen Arbeit. Ich habe es gerade gesagt, auch bei Lafargue ist der Bezugspunkt die kapitalistische Verfasstheit der Arbeit zu seiner Zeit. Das Buch ist 1883 erschienen und radikal aktuell, würde ich sagen, obwohl es natürlich sehr viele zeitbedingte, naja, in dem knappen Buch nicht so viele, aber natürlich zeitbedingte Ausführungen gibt. Lafargue hat die industriekapitalistische Form der Vergesellschaftung von Arbeit seiner Zeit vor Augen, Ende des 19. Jahrhunderts.
Und das ist die Fabrikarbeit, das ist die mechanisierte, maschinisierte, industrielle Arbeit mit all ihren Verheerungen, Verwüstungen, die sie anrichtet bei den diese Arbeit im lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnissen verrichtenden Arbeitenden. Ich habe deswegen Lisa Herzog genannt, unter anderem, weil sie auf Seite 58 Folgendes sagt: Zum Glück jedoch ist diese Form der Arbeitsteilung, in der Menschen quasi zu Bestandteilen der Maschinen werden, in der westlichen Welt weitgehend überholt. Charlie Chaplins Schrauben drehen inzwischen Fertigungsroboter, die weit effizienter und präziser arbeiten. Lafargue hatte die schmutzige, verletzende, gesundheitsgefährdende, körperverzehrende, zum Teil vernichtende Arbeit der früh- bis hochindustriellen Produktionsweise vor Augen. Und er ist deswegen aktuell, weil es diese Arbeit nach wie vor gibt. Und zwar nicht nur im globalen Süden oder in sogenannten Entwicklungsökonomien oder in den Sweatshops, die Produkte herstellen für den Konsum der westlichen Industriegesellschaften, sondern bei uns. Man muss nur mal die Augen aufmachen und auch Lisa Herzog wird dieser Arbeit alltäglich begegnen. Sie hat vielleicht nicht mehr überall oder sicherlich nicht mehr überall die Form des Fließbandes, an dem Charlie Chaplin irre wurde am Drehen der Schrauben. Aber wenn Sie sich andere Formen der Verausgabung von Arbeit, der Lohnabhängigkeit dieser Gesellschaft anschauen, die zum Teil Dienstleistungsformat haben, zum Teil aber in ihrem Dienstleistungsformat sehr eng angeknüpft sind an industrielle Produktionsprozesse, dann werden Sie alle wissen, dass es diese stupide, schlechte, verzehrende, körpervernichtende Arbeit, Körper und Geist vernichtende Arbeit, sehr wohl auch hierzulande in dieser Gesellschaft noch gibt. Also diese Arbeit ist nicht im Entschwinden begriffen, man muss sich nur umschauen. Lafargue bezeichnet die industriekapitalistische Gesellschaft seiner Zeit als ein großes Arbeitshaus, als eine Gesellschaft, in der die Menschen zum Arbeiten gezwungen sind. Also so war das ja auch damals, als es Arbeitshäuser noch gab. Übrigens, falls man das nicht weiß, in der Bundesrepublik Deutschland rein formalrechtlich noch bis zum Erlass des Bundessozialhilfegesetzes von 1961. Also die Arbeitshaustradition in Deutschland reicht bis in die frühen 1960er Jahre hinein. Und Lafargue nennt die Gesellschaft seinerzeit ein riesiges Arbeitshaus. Wenn man soziologisch bewandert ist, dann weiß man, dass so ein Theoretiker wie Thomas Marshall, der Theoretiker der bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte, die Menschen zunehmend zugesprochen worden sind, im Prozess der Modernisierung der westlichen industriekapitalistischen Gesellschaften, dann sagt er zu der Gesellschaft vor diesen Rechten, dass im Grunde genommen dort keine Rechte bestanden für diejenigen, die in Arbeitshäusern untergebracht waren. Es gibt da in seiner blumigen Sprache die Rede davon, dass wenn man die Straße von der Marktgesellschaft ins Arbeitshaus überschritt, dass man dann alle seine Rechte abgeben musste. Dann war man nicht mal mehr der doppelt freie Lohnarbeitende, sondern dann war man sozusagen von dem guten Willen oder bösen Willen der Arbeitshausadministration abhängig. Und Lafargue sagt für das Ende des 19. Jahrhunderts, die gesamte industriekapitalistische Gesellschaft ist ein riesiges Arbeitshaus. An diesem Arbeitshaus übt er massive Kritik und das ist sozusagen einer der Hintergründe für das Recht auf Faulheit, das er dann fordert. Lafargues Text ist aber vor allem deswegen interessant, weil er nicht nur an der Einrichtung der Gesellschaft als Lohnarbeitsgesellschaft, als großes Arbeitshaus Kritik übt, sondern, und damit ist er meines Erachtens besonders aktuell, er richtet seine Kritik nicht nur auf die Einrichtung dieses Hauses, also die Einrichtung dieser Gesellschaft als Lohnarbeitsgesellschaft, sondern er richtet seine Kritik an und gegen die Einrichtung der Arbeitenden in diesem Haus. Also man kann sagen, etwas
unfreundliche Kritik an den Arbeitenden ist, dass sie es sich in dem Arbeitshaus, das für sie eingerichtet wurde, gemütlich gemacht haben. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil gemütlich macht es sich keiner in diesem Arbeitshaus. Selbstverständlich gibt es die materielle Notwendigkeit, den stummen Zwang, mehr oder weniger stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse, um sich in dieser Gesellschaft, wie sie halt einmal eingerichtet ist, selber irgendwie einzurichten. Und wenn die Regel, die Norm und auch die sanktionsbewährte Norm in dieser Gesellschaft ist, dass man den Lebensunterhalt durch Lohnarbeit zu sichern hat, dann hat man wenig Wahl, wenn man nicht über Privatvermögen verfügt, als sich diesem Zwang zu unterwerfen. Deswegen ist diese Kritik an den Arbeitenden, die sich in der Arbeitsgesellschaft, in der Lohnarbeitsgesellschaft, so wie sie eingerichtet ist, selber eingerichtet haben, einigermaßen ungerecht, könnte man jetzt sagen. Sie trifft allerdings andererseits einen Kern, weil seine Kritik geht nicht gegen die individuellen Arbeitenden, Lohnarbeitenden in einer Lohnarbeitsgesellschaft, die wenig Manövriermasse und Spielraum haben, um diesen Arbeitszwängen zu entgehen, sondern seine Kritik geht eigentlich gegen die organisierte Arbeiterbewegung. Und er sagt, die Organisationen der Arbeiterschaft und damit dann auch die von ihnen organisierten Arbeitenden haben sich sozusagen zwar notgedrungen, aber dann letztlich auch irgendwie halb freiwillig an diese Zwänge angepasst. Sie haben sich von der, sagt er, von der bürgerlichen Morallehre und der bürgerlichen Ökonomik infizieren lassen und definieren die Zwänge zur Arbeit um in eine perverse Liebe zur Arbeit. Das ist sein Hauptargument, seine Hauptkritik an der Arbeitsgesellschaft, an der Lohnarbeitsgesellschaft, an der Lohnabhängigkeitsgesellschaft seiner Zeit. Die Kritik richtet sich nicht nur an die institutionelle Einrichtung, ans Kapitalverhältnis, an die Herrschaftsverhältnisse in dieser Gesellschaft, sondern seine Kritik ist sozusagen doppelbödig und das macht sie für meine Begriffe interessant, weil er kritisiert auch die Beherrschten, die Lohnabhängigen und die Interessenorganisationen der Lohnabhängigen, der Arbeiterinnenschaft, nämlich, dass sie sich haben vereinnahmen lassen durch bürgerliche Normvorstellungen, und durch bürgerliche Versprechungen und dass sie im Grunde genommen ein Stockholm-Syndrom, hätte man damals nicht gesagt, aber könnte man heute sagen, entwickelt haben, also sozusagen in Haft genommen, ja, in Geiselhaft genommen durch die Lohnarbeitsgesellschaft, haben sie sozusagen eine perverse Liebe zur Lohnarbeit entwickelt und sozusagen eine moralisch, geistig, normative Nähe zu ihren Entführern entwickelt. Das ist ja das Stockholm-Syndrom. Ja, man wird in Geiselhaft genommen und übernimmt dann sozusagen die Perspektiven der Geiselnehmenden und schließt sich ihren Orientierungen, ihren Sichtweisen an und verteidigt sie dann womöglich gegen diejenigen, die sie kritisieren. Das ist ja die Grundidee. Also im Grunde genommen sagt er, was das Problem ist in der Arbeitsgesellschaft, ist zwar einerseits das Herrschaftsverhältnis und dass die Kapitaleignerinnen die Lohnarbeit durchsetzen in ihrer konkreten historischen Form seiner Zeit. Das zweite Hauptproblem ist aber, dass die Arbeitenden in Liebe entbrannt sind, sagt er, zur Arbeit. Das ist eine schöne Metapher, weil man kann die ja bis heute fortführen bis zu Fragen des Burnouts, ja, des Verbrennens an der und in der Arbeit. Er sagt damals schon, in der Unterwerfung unter die Herrschaftsverhältnisse und womöglich um diese Unterwerfung als solche auch irgendwie besser erträglich zu machen, ja, schließt man sich dieser Logik an, nimmt sie in sich auf, wendet sie irgendwie positiv und entbrennt in der Liebe zur Arbeit, ja, bis man in der und an der Arbeit verbrennt. Beziehungsweise Max Weber würde sagen, bis auch noch die letzte Tonne, der letzte Zentner, sagt er, der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Also dieses Entbrennen in der Liebe zur Arbeit ist meines Erachtens eine Metapher, die weiterführend ist, der man nochmal genauer nachspüren müsste, weil sozusagen das Vereinnehmen lassen und täuschen wir uns nicht, und das sieht Lafargue natürlich auch, das gezwungene, die erzwungene Vereinnahmung durch die Lohnarbeitsgesellschaft. Ich habe kaum andere Alternativen, wenn ich meine Existenz sichern möchte. Aber diese Vereinnahmung, die Positivwendung und das selber
positive Konstruieren ja, der Lust an der Arbeit und des für die Arbeit Lebens. Das führt meines Erachtens dann schon bei ihm dazu, dass die Lohnarbeitenden an der Arbeit sich die Finger verbrennen und in der Arbeit tendenziell verbrennen. Und dass beispielsweise auch die utopischen Visionen in diesem Vereinnahmen lassen durch die Arbeitsgesellschaft, durch die Lohnarbeitsgesellschaft, diese utopischen Visionen quasi verdampfen in der Feuersbrunst der Lohnarbeit. Ich möchte aber jetzt nicht zu bildhaft sprechen hier, ist eigentlich gar nicht so mein Wort. Also was für ihn ein Zentralproblem ist, ist das Umdeuten von Zwang in Freiwilligkeit, von Zwang in Befreiung, von Zwang in Freiheit. Er sagt, das Kernproblem ist, dass die den Zwangsverhältnissen der Lohnarbeit Unterworfenen das noch als ein Element ihrer, heute ist modern, würde man sagen, ihrer Autonomie verstehen. Ja? Und sich irgendwie, und da kann man auch immer entschuldigend sagen, naja, was sollen sie sonst tun? Klar. Aber trotzdem, ja, im Grunde genommen, diese Vergesellschaftungsmodus, diesen Lohnarbeitsgesellschaftsmodus unterstützen, stützen, alltäglich mittragen durch die eigene Liebe, Lust und positive Wertschätzung der Arbeit als Lohnarbeit. Ich sage nicht jeder Form der tätigen Auseinandersetzung mit dem Lebendigen und dem Toten, sondern eben die Arbeit als Lohnarbeit. Arbeit wird zur Zivilreligion, Produktivität wird zum Götzen, Produktivismus wird zur Droge. Und wie gesagt, das ist absolut nachvollziehbar in einer Lohnarbeitsgesellschaft, aber wenn man sich jetzt an die Organisationen, wenn man an die Organisationen der Arbeiterbewegung, der Arbeiterinnenschaft denkt, dann steckt, glaube ich, in dieser Erkenntnis von Lafargue schon ganz viel von dem Dilemma und der Paradoxie der modernen Sozialdemokratie. Und hier vielleicht nur vorsichtshalber, das ist jetzt analytisch gemeint, über die Sozialdemokratie heute noch zu spotten, verbietet sich eigentlich, weil es ist so billig. Analytisch gibt's wunderbare Texte von, naja, das sind dann Rational Choice Marxisten, gebe ich zu, aber so jemand wie Adam Chavorsky hat ein tolles Buch geschrieben, Capitalism and Social Democracy, Kapitalismus und Sozialdemokratie, und da sagt er so ungefähr, die Sozialdemokratie und jetzt im weiteren Sinne, die Organisationen der Arbeiterbewegung, die Partei Sozialdemokratie und dann die Gewerkschaftsbewegung, die Sozialdemokratie hat einen langen Weg zurückgelegt von der Ursprungsforderung, das Lohnverhältnis, das Lohnarbeitsverhältnis abzuschaffen, bis hin zu der Forderung, dass niemand vom Lohnarbeitsverhältnis ausgeschlossen werden dürfe. Ja. Also Vollinklusion würde man soziologisch sagen, zu fordern. Ja, also lange Reise und jetzt kann man lachen, aber das bildet, glaube ich, also diese Rekonstruktion, diese sehr schlichte Rekonstruktion einer sehr langen Geschichte der Verwerfungen, der Kämpfe, der Konflikte, der Niederlagen vor allem, der Anpassung an Machtverhältnisse und so weiter, das spiegelt, glaube ich, die Selbstwidersprüchlichkeit der kapitalistischen Gesellschaftsformation in Form der Sozialdemokratie sehr gut wider, meines Erachtens. Die völlige Umwertung der Werte, zu der, jetzt sagen wir es einfach mal so, die Sozialdemokratie gezwungen war, offenbar durch die Systemimperative. Offensichtlich war es der Sozialdemokratie nicht möglich, sich durchzusetzen mit Forderungen, das Lohnarbeitsverhältnis abzuschaffen. In den 70er Jahren gab es dann die Diskussion, wenn über Grundeinkommen die Rede war, Befreiung von falscher Arbeit. Es ist nicht gelungen, die Menschen und diese Gesellschaft von falscher Arbeit zu befreien. Und dann war offenbar die Antwort darauf, alle der falschen Arbeit zu unterwerfen und möglichst komplett und vollständig als Vollerwerbsgesellschaft. Und wenn es jetzt eben nur noch wenige gibt, die diesem Zwangszusammenhang nicht unterworfen sind, dann wird es als Erfolgsmeldung gefeiert. Und zwar nicht nur in den Abendnachrichten bei Verkündung der Arbeitslosenzahlen, sondern auch von den Interessenorganisationen der Arbeiterbewegung. Und ich sage das wirklich analytisch und nicht vorwurfsvoll. Das spricht einfach für die oder gegen die Selbstwidersprüchlichkeit der kapitalistischen Formation, dass sie mit Zwängen operiert, die aber von denen, die mit diesen Zwängen umgehen müssen,
damit sie irgendwie in dieser Gesellschaft existieren können und nicht an ihr irre werden, das in eine Befreiungsidee oder Ideologie umformulieren müssen. Zu den Selbstwidersprüchen, die Lafargue auch anspricht, ganz zentral gehört das, ich würde es nennen, das Produktivitätsparadox der Arbeit, sagt Lafargue schon damals, irre, gehört zu den irren Widersprüchen dieser Gesellschaftsformation, zu den irren Widersprüchen. Seltsam, sagt er, je produktiver die Arbeit wird, umso mehr davon muss geleistet werden. Diese Gesellschaft in ihrer ökonomischen Verfasstheit setzt darauf, muss darauf setzen, ist dazu gezwungen, durch die Einrichtung der ökonomischen Verhältnisse, ist dazu gezwungen, dass bei ständig steigender Arbeitsproduktivität trotzdem immer mehr Arbeit verausgabt wird. Und ich würde sagen, können wir nachher gerne darüber diskutieren, dem tut und wird die Digitalisierung keinen Abbruch tun. Lafargue hatte damals die Idee, aber die Maschine, wenn jetzt die Maschinen kommen und so viel Arbeit übernehmen können, dann heißt ja, wenn Arbeit produktiver wird, dann haben wir endlich die Möglichkeit, mehr Verausgabung von Arbeitskraft abzustellen und weniger Arbeit zu verausgaben als lohnabhängige Beschäftigung im betrieblichen Abhängigkeitsverhältnis, sondern wir können dann die Arbeitszeiten reduzieren und die maschinell erhöhte Arbeitsproduktivität nutzen. Das hat sich herausgestellt, dass dem nicht so war. Der technologische Fortschritt war massiv seitdem, die Arbeitsproduktivität ist um Fantastilliarden, könnte man sagen, gewachsen. Und wir sind aber eine Vollerwerbsgesellschaft. Und das wird auch mit der Digitalisierung sich nicht ändern. Auch im Zeichen der Digitalisierung wird der Kapitalismus angewiesen sein auf ganz klassische lohnabhängige Beschäftigung, und zwar auf solche auch, die zwar Werte schafft, aber gleichzeitig Leben zerstört. Das wird durch Digitalisierung nicht anders. Aber Lafargue hat diesen zweiten unter vielen Widersprüchen auch benannt. Seltsam, dass diese Produktivität nicht umgesetzt werden kann unter kapitalistischen Bedingungen in weniger Arbeitsverausgabung. Die Lohnarbeitsgesellschaft ist das, was man in der Soziologie in bestimmten Kreisen als autopoietisches System bezeichnet. Ein System, was sich aus sich selbst reproduziert und nach seiner eigenen Logik sich ständig wieder selbst herstellt. Und das ist im Kapitalismus mit seinen Akkumulationszwängen, mit den Profitabilitätszwängen genauso. Und daraus resultiert dieses Produktivitäts- und im Grunde genommen das Arbeitsparadox dieser Gesellschaft, dass trotzdem immer mehr Arbeit, immer weiter wieder Lohnarbeit eingerichtet werden muss, obwohl die Arbeit produktiver ist denn je nach ökonomischen Maßstäben. Ich möchte, wie lange rede ich schon? Lange. 45 Minuten habe ich gesagt, ne? Ja, 5 Minuten geht. 5 Minuten! Ah, ich habe aber nur noch 1,5 Seiten. Machen wir. Jetzt geht's zack, zack. Und ich komme aber jetzt relativ folgerichtig auch zu den nächsten und letzten Punkten. Was lernen wir, das klingt so ein bisschen paternalistisch, also was habe ich aus der Lafargue-Lektüre gelernt und ich muss zugeben auch aus der Lektüre von ein paar anderen Büchern. Dass die Arbeitsgesellschaft als Lohnarbeitsgesellschaft, und ich glaube für alle politischen Strategien in Richtung auf mehr Faulheit wagen in dieser Gesellschaft, ist das ganz wichtig zu sehen, die Arbeit, die Lohnarbeitsgesellschaft reproduziert sich, also stellt sich immer wieder neu als Lohnarbeitsgesellschaft her auf 2 Wegen. Da sind sozusagen 2 Reproduktionsmodi der Lohnarbeitsgesellschaft zu unterscheiden. Ich habe das schon angedeutet oder eigentlich auch schon gesagt, nämlich Herrschaft, also der Zwang der ökonomischen Verhältnisse, der auf jeden Einzelnen von uns wirkt, als Lohnabhängige, übrigens, da dürfen wir uns nicht vertun, auch als Beamte und auch auf den Großteil der Selbstständigen in dieser Gesellschaft. Also die Reproduktion der
Lohnarbeitsgesellschaft als Lohnabhängigkeitsgesellschaft beruht einerseits auf Herrschaft und andererseits aber, und das ist meines Erachtens politisch entscheidend, auf der Internalisierung von Herrschaft. Also sozusagen von außen, wenn man das so bildhaft sagen möchte, ist natürlich unterkomplex von außen die Beherrschung durch diejenigen, die in dieser Gesellschaft das Sagen haben, die entscheidenden Entscheidungen treffen. Das sind nämlich die produktionsrelevanten Entscheidungen. Was wird produziert, wie wird produziert, von wem wird produziert, für wen wird produziert, wie lange und so weiter und so fort. Und der zweite Wiederherstellungsmodus, immer wieder neu der Lohnarbeitsgesellschaft, ist aber die Internalisierung dieser Herrschaft. Also die ökonomische Herrschaft wird auch zu einer mentalen, ja, prägt auch die Wertvorstellungen, die Gütekriterien von ganz normalen Beherrschten. Ich glaube, wenn man diese Doppelung von Beherrschung, Fremdherrschaft über das Lohnverhältnis und Selbstherrschaft, Selbstbeherrschung, die sieht und wie beides ineinander greift, dann wird man also erstens dem Geheimnis dieser fantastisch produktiven Gesellschaft nicht auf die Schliche kommen und vor allem aber auch nicht dem Geheimnis seiner möglichen Überwindung oder der ansatzweisen Überlegungen, wie man diese Gesellschaft überhaupt in ihrer gegenwärtigen Einrichtung wird überwinden können. Es gibt also für einen radikalen Reformismus, wegen dessen wir alle heute Abend hierher gekommen sind, jetzt mache ich einfach mal so eine Eingemeindung, ja, natürlich völlig unzulässig, würde es mir aber wünschen, gibt es also im Grunde genommen zwei Adressen. Und das werde ich irgendwie nicht müde zu betonen, wird mir da manchmal auch falsch ausgelegt, ja, auch wenn ich über andere Sachen schreibe, sowas wie Externalisierung, das nur am Rande, sage ich, ja, ich habe es mir gerade eben aufgeschrieben, Leute, alles gut und schön, ja, aber jetzt schaut nicht nur auf die FDP und die Konzernokratie, sind die richtigen Adressen, ja, aber es ist nur eine Adresse, es sind zwei, aber sozusagen, ja, selber Sack, auf den man draufschlägt. Die zweite Adresse, und dann sage ich immer unzulässigerweise, sind wir. Ja, das ist natürlich Quatsch, ist soziologisch Schwachsinn und auch ansonsten eigentlich ziemlich undifferenziert. Aber die zweite Adresse für einen radikalen Reformismus neben der Konzernokratie, ja, ist sozusagen die Arbeitokratie dieser Gesellschaft. Und zu der gehören die zwangsweise lohnarbeitsförmig vergesellschafteten Menschen, die wir alle sind. Emanzipation wird es nur durch Befreiung geben von Fremdherrschaft und von Selbstherrschaft. Ja, da darf auch mal. Und das heißt, also nicht nur als eine institutionelle Revolution, ja, die Einrichtung dieser Gesellschaft muss verändert werden. Das ist ja das Tolle, wenn man der Sprache genau nachgeht, Institutionen für die Soziologie, die Sozialwissenschaft, ganz, ganz wichtig, das sind Einrichtungen. Das ist die Art und Weise, wie diese Gesellschaft eingerichtet ist. Ja. Diese Gesellschaft sich eingerichtet hat. Und diese Einrichtung dieser Gesellschaft, ja, das Mobiliar, wird kontrolliert durch die Einrichtungen dieser Gesellschaft, wird institutionell kontrolliert. Aber, wie bei Lafargue schon, die Menschen dieser Gesellschaft haben sich auch irgendwie in den Verhältnissen der Gesellschaft eingerichtet. Und deswegen braucht es nicht nur eine institutionelle Revolution oder einen institutionellen Radikalreformismus, sondern auch eine, das könnte man soziologisch sagen, eine habituelle Revolution oder ich glaube besser bekannt ist es als Kulturrevolution. Und ich meine nicht die, an die Sie jetzt denken. Oder die Älteren unter uns. Wie so häufig, also wenn man das aber sagt, und ich komme jetzt gleich wirklich zum Schluss, nämlich der 5-Punkte-Katalog, was zu machen wäre, dann gehen wir alle raus und tun das. Wie so häufig verweist diese doppelte Anforderung an Emanzipation, nämlich nicht nur Fremdherrschaft zu überwinden, sondern die Selbstbeherrschung zu verlieren. Das verweist, das war schon, muss man nachsenieren. Das verweist auf die Dilemmastruktur jeder gesellschaftlichen Veränderung. Nämlich, dass jede gesellschaftliche Veränderung, und deswegen ist es halt leider nicht nur so, dass die Konzernokratie dran glauben muss, sondern jede gesellschaftliche Veränderung ist zugleich ein Münchhausen-Akt. Ja, das
am eigenen Schopf der Selbstherrschaft sich aus der Affäre rauszuziehen. Und das steht in diesem Vorwort zu Lafargue. Lafargue ist super, liest man total gern. Aber das Problem am Recht auf Faulheit und an der Überwindung der Lohnarbeit ist, dass sie getragen werden müsste von den Menschen, die so richtig Lust auf Arbeit haben. Ja? Also die Lohnarbeitenden, die sich in diesen Verhältnissen, wie gesagt, ich meine das nicht abwertend, eingerichtet haben, zwangsläufig einrichten mussten. Diese in dieser Einrichtung lebenden Menschen müssten sich selbst überwinden. Die müssten, je nachdem, wie sie es sagen wollen, die müssten sich jetzt mal selbst fesseln und bestimmte Dinge nicht mehr tun. Oder sie müssten ja, sich selbst entfesseln und mal richtig anders denken. Aber in jedem Fall werden sie selbst gefragt, die selbst auferlegte, selbst mit auferlegte Herrschaft zu überwinden. Und da hat die Überwindung der Lohnarbeitsgesellschaft eine ganz enge Überwindung, ganz enge Verkopplung zur Überwindung der Ressourcenverbrauchsgesellschaft. Ja, ich glaube, da treffen sich sowas wie Lohnarbeitsgesellschaft und Wachstumsgesellschaft nicht nur logisch funktional. Ja, die Wachstumsgesellschaft braucht auch die Vergesellschaftung der Arbeit als Lohnarbeit und braucht nicht nur den ständig neuen Zwang zur Lohnarbeit, sondern braucht auch die Lust an der Lohnarbeit und die Lust an der, am Konsum der Produkte, die durch Lohnarbeit hergestellt worden sind, um sich immer weiter zu schrauben, sondern auch sozusagen das außer Kraft setzen, dem Ding irgendwie ja, den Stöpsel zu ziehen, braucht beides, die Kritik an der Lohnarbeit und die Kritik an dem Ressourcenverbrauch, der eng mit der Lohnarbeit und der spezifisch lohnabhängigen Verausgabung von Arbeitskraft verbunden ist. Und deswegen, bevor ich jetzt gleich zu meinen Schlusssentenzen komme, deswegen sind meines Erachtens Fridays for Future eine gute Sache, weil da wird nicht nur darauf hingewiesen, dass irgendwie die Ressourcenverbrauchsgewohnheiten dieser Gesellschaft selbstzerstörend sind, sondern auch noch während der Arbeitszeit. Das ist, und das ist auch die Relevanz der Forderung, dass sie das bitte, bitte, bitte freitags vormittags zu den regulären Schulzeiten machen sollen. Ja, und die, die jetzt hier klatschen, sollten es mal in ihren Betrieben das anregen. Ja, oder da, wo sie lohnabhängig beschäftigt sind. Dass man jetzt nicht den Greta Thunberg dieser Welt zujubelt, sondern selber mal Ähnliches macht, strukturanaloges vielleicht. In der Position, in die man selbst gestellt ist. Genau, also, was heißt das? All das spricht einerseits für die für den Irrsinn, ja, die Irrationalität, also jetzt so wortspielerisch, die Irrationalität der Rationalität, nach der diese Gesellschaft funktioniert, ja, der irre Widerspruch, in dem diese Gesellschaft zu ihren Möglichkeiten lebt, ja, der irre Widerspruch, dieses Arbeitsproduktivitätsparadox weist darauf hin, unglaubliche Möglichkeiten, ja, der Arbeitsersparnis, der Lohnabhängigkeitsersparnis, die es potenziell gäbe, aber die durch die Einrichtung dieser Gesellschaft leider verhindert werden. Eine unglaubliche Wertschöpfung, eine Wahnsinnswertschöpfung in jeder Periode und trotzdem eine notwendig bleibende und steigende Armut. Das sind die Irrsinnsrationalitäten dieser Vergesellschaftungsform. Wo müsste es hingehen? Und das ist ja schon genannt worden, ich mache jetzt wirklich Schluss, es wird ermüdend, allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Lafargue sagt uns im Grunde genommen, ja, Lafargue recht auf Faulheit, wenn man ihn ernst nimmt und richtig liest, dann ist auch Lafargue so ein richtiger Reformer. Der sagt, naja, wir können uns eigentlich heute schon den 3-Stunden-Tag leisten. Und das ist genau seine Forderung, 3 Stunden müssen reichen. Das ist ja dann später radikalisiert von André Gorz, einer der großen Denker dann auch des Grundeinkommens, hat gesagt, 10-Stunden-Woche, ja, reicht vollkommen, irgendwie mit Lebensarbeitszeitmodellen, ja, die so angelegt sind, dass man im Schnitt einer Lohnabhängigkeits
Biografie auf 10 Stunden pro Woche kommt. Das gilt natürlich bei beiden, bei Lafargue wie auch bei Gorz, unter der Lafontaine'schen Bedingung des vollen Lohnausgleichs. Ne? Also Lafontaine sagt so viel nichts mehr, aber in früheren Zeiten, ja, egal. Eine sozialdemokratische Forderung, ne? Arbeitszeitverkürzung bei ganz vollem Lohnausgleich. Also allgemeine Arbeitszeitverkürzung, es gibt, habe ich auch in diesem Vorwort genannt, eine in Großbritannien ein Think Tank, der heißt New Economics Foundation, und die haben das auch ausgearbeitet zu so einem Programm, also wenn man jetzt mal reformistisch sein möchte, Programm 21 Stunden Woche, und diese New Economics Foundation hat für mich einen wunderschönen Slogan, der Slogan ist Economics as if people and the planet mattered. Als ob Ökonomik, als ob Wirtschaftswissenschaft. Was würde man machen, wenn man Wirtschaftswissenschaft betreiben würde, so als würden die Menschen und der Planet irgendetwas zählen? Da käme man zum Beispiel drauf, eine 21-Stunden-Woche einzurichten. Allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Das ist, glaube ich, auch lässt sich übersetzen. Es gibt ja viele Befürworter, Befürworterinnen des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein zahnloser Tiger, sagt man das so, ein stumpfes Schwert oder sowas. Wenn es nicht, also erstens natürlich mit radikalen Veränderungen im Produktionssektor und nicht nur in der Verteilungs- und Zirkulationssphäre gedacht wird, sondern wenn es nicht ergänzt wird, durch so etwas wie eine garantierte Grundzeit. Ja, also die Garantie von Zeit außerhalb der Lohnarbeit, das wäre sowas wie 21-Stunden-Woche, bei dennoch möglicher, also ich rede jetzt nur über reformistische Vorschläge, bei dennoch möglicher Subsistenz, ja, Sicherung der Existenz über das Einkommen aus dieser Lohnarbeit. Garantierte Grundzeit wäre also sozusagen das Pendant, die notwendige Ergänzung der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Manche nennen das auch Demokratiezeit. Ja, also es wäre die Zeit, die dann darauf verwendet werden kann, sich zu überlegen, wie kann man denn nächste Schritte tun, um diese irrsinnigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu überwinden. Und das ist aber sozusagen, wären jetzt erste Schritte auf der institutionellen Seite, 21-Stunden-Woche, garantierte Grundzeit und sowas. Aber ich habe ja gesagt, schon, also nicht nur eine institutionelle Revolution wäre notwendig, sondern eine mentale Revolution, eine habituelle, eine Kulturrevolution. Und das heißt, es müsste auch sowas geben wie Schulen der Zeitsouveränität. Wie macht man das eigentlich, seine Zeit anders zu verbringen als mit Lohnarbeit oder mit dem Denken an Lohnarbeit, dem Nachbereiten von Lohnarbeit und dem Vorbereiten von Lohnarbeit. Wiederaneignung der Zeit klingt schön, ja, aber ist ein gesellschaftlicher und individueller Lernprozess. Ja? Diese Gesellschaft wird kollektiv und individuell, und das ist wichtig, ich glaube, alle Veränderungen sind immer kollektiv individuell zu denken. Diese Gesellschaft wird lernen müssen, sich die Zeit wieder anzueignen. Also die Zeit, die gegebenenfalls abgezogen werden kann aus dem Lohnabhängigkeitsgeschehen, die nicht so zu verwenden, dass sie das Lohnabhängigkeitsgeschehen wieder anfeuert. Ja, über bestimmte Formen des Konsums, der Vorstellung von dem, was sinnvoll ist, was ich mache mit meiner Freizeit oder dem Rest meiner Lebenszeit. Deswegen schließe ich jetzt mit zwei Dingen. Erstens, Lafargue sagt schon, im Grunde genommen, ich habe ja angefangen, wie zentral Arbeit ist und wie identitätsstiftend und so weiter und so fort. Lafargue verweist darauf, was, glaube ich, soziologisch triftig ist, dass der Wert der Arbeit, auch der Wert der Lohnarbeit jetzt für mein eigenes Wohlbefinden und selbst für mein Selbstverständnis eigentlich sich immer nur herstellt in der Differenz zur Nichtlohnarbeit. Also diese 21 Stunden werden dann gegebenenfalls auch wertvoller, weil man weiß, was Nichtlohnarbeit ist. Also diese Differenz aufzumachen,
um die andere Seite zu stärken, wird entscheidend sein. Und ich möchte deswegen auch aus reinen Plausibilitätsgründen als erste Forderung aufstellen, dass die Deutsche Bahn keine Pünktlichkeitsoffensive mehr startet, also ja noch fast öffentliches Unternehmen, was ja eh sinnlos ist, sondern eine Verspätungsoffensive. Und zwar ganz offensiv. Offensiv zu sagen, Leute, ihr werdet eure nächsten Anschlüsse verpassen und wir wissen auch nicht, wann die nächsten gehen. Dankeschön.